Heute geht es um das Thema Kurvenfahren. Wohl einer der größten Flowkiller überhaupt bei Mountainbiken. Ich möchte euch in diesem Video 5 Grundregeln mit auf den Weg geben, damit ihr Kurven einfacher und flowiger meistern könnt. Cheers, guys! Hallo Leute, mein Name ist Jordan Hugo, ich bin Mountainbike-Trainer mit meiner eigenen Bikeschule, die Mountainbike Ride School. Wir gehen heute zusammen das Thema Kurven an. Ganz im Allgemeinen, was sind so Grundregeln, was sollte man beachten oder was sollte man vielleicht lieber auch nicht machen. Zu jedem Problem gebe ich quasi auch die Lösung. Thematik Nummer 1, und das war wirklich eines der wichtigsten Sachen überhaupt beim Mountainbiken, die Blickführung. Dort, wo wir hinschauen, fahren wir auch hin. Kurz erklärt, unser Kopf ist quasi das Endstück von der Wirbelsäule. Dreht sich unser Kopf, dann dreht sich die ganze Wirbelsäule auch mit und die hat quasi dann zum Zweck oder zum Endresultat, dass unser Oberkörper sich auch mitdreht. Das heißt quasi, wenn der Oberkörper sich dreht, ihr seht schon, dann gehen die Arme auch mit und dann ist es einfach so, dass die Arme unseren Lenker bewegen. Heißt quasi, wenn wir von Grund auf eine richtige, korrekte Blickführung haben, kommen wir viel leichter um die Kurve rum. Im Gegensatz dazu, wenn es aber nicht passt, dann fällt es uns richtig schwierig, den Radius von der Kurve noch zu bekommen. Also oftmals hat man dann so zu kämpfen und so, ich komme ganz knapp jetzt nur noch an der Kurve rum oder fahre drüber hinaus. Im Folgenden zeige ich euch einmal, wie es korrekt gemacht ist und einmal, wie man es nicht machen sollte. Ich habe eine tolle Kurve gefunden für die nächste Sache, wo extrem wichtig ist. Und zwar sind das die Bremspunkte, wenn es um Kurvenfahren geht. Zu den Bremspunkten muss ich kurz ein bisschen ausholen, dass man versteht, wie man bremst und wann man bremst. Grundsätzlich sollte man beachten, dass wenn man bremst, möglichst mit beiden Bremsen gleichzeitig schön dosiert. Ihr habt auf jeden Fall viel mehr Kraft auf der vorderen Bremse als auf der hinteren Bremse. Also mit der vorderen könnt ihr viel mehr Bremskraft erzeugen. Da muss euch aber tendenziell ein bisschen rantasten, wann so der Punkt ist, wann das Rad wegschmiert, wann es hinten blockiert. Denn was wir auf keinen Fall wollen, ist ein blockierendes Rad. Weil ein blockierendes Rad heißt ergo kein Grip und dementsprechend Traktionsverlust. Entweder klappt es vorne ein oder rutscht weg oder hinten ist das Rad blockiert, wedelt rum und schmiert einfach auch nur noch die ganze Zeit hin und her. Das ist schon mal das eine. Also möglichst dosiert bremsen, so dass man keine blockierenden Räder hat. In der Regel. Es gibt wieder auch hier Spezialfälle. Die möchte ich aber in diesem Video nicht ansprechen. Als weiteren Punkt ist quasi die Frage, wann man bremst, wo der richtige Zeitpunkt zum Bremsen wäre. Und in diesem Fall geht es darum, man muss sich die Kurve anschauen. Hier haben wir etwas Spezialfall. Das ist ein ziemlich langer Radius, der dann spitz zumacht. Und ihr müsst immer schauen, wo quasi der Scheitelpunkt von der Kurve ist, also da, wo sie den Drehpunkt hat. In diesem Fall habe ich hier mal ein Hütchen markiert, also ein Hütchen hingesetzt, denn dieser Punkt markiert hier quasi, wo man als letztes bremsen sollte. Alles, was dahinter hinaus ist, könnt ihr mal an die Schulzeit zurückdenken, wäre eine Note 6. Dann habe ich zudem hier vorne ein Hütchen gesetzt. Das wäre quasi die Note 1, Anfang von der Kurve. Hier ist ein bisschen schwierig, weil die anfangs sehr lang rumgeht und dann recht fix zumacht. Aber grundsätzlich, wenn die Kurve anfängt, wenn man da kurz davor aufhört mit dem Bremsen, wäre quasi hier wär der optimale Punkt. Denn wenn man ab da die Bremsen offen lässt, den richtigen Speed hat, kann man durch die Kurve komplett Speed aufbauen und hat für die ganze nächste Gerade, nächste Sektion mega viel Geschwindigkeit und super viel Flow. Ansonsten kann man quasi sagen, von dem ersten Hütchen bis zum zweiten immer so in ein paar Abständen bzw. in so kurzen Stückchen wäre es quasi dann Note 2, 3, 4, 5 bis zur Note 6 wieder im Scheitelpunkt bzw. danach. Im Folgenden seht ihr einmal, wie man es nicht machen sollte und einmal, wie es wirklich schön dosiert angebremst ist und dann in einem Schwupp raus.
dritte Thematik ist die Linienwahl. Ganz genau, beim Kurvenfahren ist es einfach ganz wichtig, dass man auch die korrekte Linie hat. Passt diese nicht oder wählt man die falsche, dann fällt es einem viel, viel, viel schwerer, um eine Kurve smooth rumzukommen, wie wenn man schon den korrekten Eingangsradius nimmt. Ihr habt gerade schon rausgehört, es geht quasi um den Radius. Und im Endeffekt kann man so als Grundregel hernehmen, je größer der Radius ist, desto smoother oder schneller und runder kommt man um die Kurve rum. Wenn man jetzt zwei Ecken fährt, zack, zack, dann ist das natürlich lange nicht so smooth wie einmal schön eine runde Kurve gefahren. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass man in den meisten Fällen, ich betone in den meisten Fällen, die Kurve möglichst von außen anfahren soll, weil dann der Radius größer wird und man kann einfach flowiger durch. Im Folgenden zeige ich euch einmal, wie es quasi ist, wenn man die Kurve sehr, sehr spitz anfährt. Und ja, ihr werdet sehen, was dann passiert. Nicht unbedingt flowig. Und wenn man die Kurve schön von außen anfährt und einen runden Bogen hat. Wie gesagt, nochmal kurz zu betonen, in den meisten Fällen. Es gibt Spezialfälle, aber darauf möchte ich in diesem allgemeinen Video jetzt nicht eingehen. Im Weiteren kommen wir nun zu einem sehr komplexen Thema, was aber extrem wichtig und grundlegend für die Kurventechnik und das saubere Kurvenfahren beim Mountainbiken ist. Und zwar die Pedalstellung. Wie oft wird mir gefragt, warum komme ich da jetzt so komisch runter, wie muss mein Pedal sein, was mache ich denn da? Und das Ganze ist echt nicht einfach. Ich versuche es aber mal in grundlegende Erklärungsweisen visuell euch am Reifen darzustellen. Prinzipiell, wenn der Reifen 90 Grad zum Boden ist, dann haben die meisten Stollen quasi die Auflagefläche zum Boden und ihr habt am meisten Grip. Wenn jetzt quasi dieser Winkel geneigt wird, also wir sind in der Kurve und wir neigen das Rad rein und die Stollen verlassen den Boden, habt ihr weniger Stollen am Boden und weniger Grip. Dementsprechend muss man in diesem Fall gegensteuern und das äußere Pedal nach unten drücken und belasten. Jetzt kommt aber die ganze Krux. Ihr fragt euch natürlich, wann soll ich denn wie viel das Pedal belasten? Das ist tatsächlich in diesem Video jetzt extrem schwer zu erklären. Also am besten wäre es, wenn wir da face-to-face in einem Bike-Kurs wäre. Grundsätzlich müsst ihr quasi immer den Winkel von Rad zu Boden betrachten. Je steiler das Rad zum Boden ist, desto mehr müsst ihr gegendrücken. Beziehungsweise ihr merkt auf jeden Fall, wenn ihr in der Kurve seid und habt die Pedale parallel, die Stollen verlassen den Boden und ihr schmiert langsam weg, dann wäre es auf jeden Fall höchste Zeit, das äußere Pedal nach unten zu drücken. Im anderen Fall, wenn das Rad oder der Reifen 90 Grad zum Boden ist, haltet ihr die Pedale auf jeden Fall parallel waagerecht zueinander. So könnt ihr am meisten Traktion auf den Hinterbau bzw. also die Reifen ausüben und habt am meisten Grip im Umkehrschluss. Jetzt aber Achtung, Achtung! Ich habe schon oft mitbekommen, dass vermittelt wird, dass in offenen Kurven, also wo kein Anlieger ist, das Pedal immer runter gemacht werden soll. Im Gegensatz dazu soll man dann quasi in Steilkurven, also mit Anlieger, das Pedal immer parallel halten. Das ist aber leider falsch von Haus aus, weil es kommt, wie gesagt, auf das Verhältnis an Reifen zum Boden, was für ein Winkel es ist. Ich kann nämlich zum Beispiel, also das hängt natürlich von der Geschwindigkeit ab, wenn es eine flache Kurve ist ohne Anliege und ich fahre die einfach sehr langsam, dann muss ich auf keinen Fall mich reinlehnen und dann muss ich auch nicht den äußeren Fuß runterdrücken. Das macht keinen Sinn. Da behalte ich beide Füße einfach parallel und habe so die größte Sicherheit. Es kann aber genauso auch sein, dass in einer flachen Anliegekurve, wenn ich schnell fahre, ich mich quasi zum Boden flacher lege oder das Rad steiler zum Boden ist wie 90 Grad und dann jetzt, dementsprechend, müsst ihr auch in einer Steilkurve das äußere Pedal nach unten bewegen. Das zeige ich euch gleich nochmal im Folgenden als Beispiel. Dementsprechend schaut mal ganz genau drauf, wie steht euer Reifen zum Boden. Natürlich hat es gewisse Limitationen, wenn man jetzt einen Anlieger hat, der 90 Grad ist, also ganz, ganz, ganz steil. Die Wahrscheinlichkeit, dass man hier flacher kommt, also sich noch mehr reinlehnt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber grundsätzlich geht von dem Denken weg, in Anliegern immer parallel und in offenen Kurven immer das Pedal runter. Gerne kann ich aber zu diesem Fall aber auch nochmal zwei extra Videos machen, wie man speziell Steilkurven fährt und wie man speziell offene Kurven fährt und wann man dort wie das Pedal dann eben haben sollte. Jetzt aber im Folgenden quasi einmal flache Kurve langsam, flache Kurve schnell und einmal eine Steilkurve schnell gefahren, wie dort die Pedalstellungen sind.
guter Letzt und somit zum fünften Punkt etwas Allgemeines, was aber auf jeden Fall auch die Kurventechnik beeinträchtigt. Und zwar stark beeinträchtigt. Man sollte locker auf dem Bike sein, beziehungsweise auf keinen Fall verkrampft sich irgendwie an dem Lenker festhalten wie eine Klimmzugstange, weil wie will man schön um eine Kurve rumkommen, wenn alles nur angespannt ist, nicht locker ist und man einfach total verkrampft ist. Das Problem bei der Sache, das hört sich jetzt einfach gesagt an, ah ja, mach dich locker, aber in der Praxis ist es tatsächlich nicht so einfach. Versucht mal drauf zu achten, den Lenker ein bisschen entspannter zu halten, euch insgesamt durch Atemübungen während dem Fahren etwas zu lockern und einfach geschmeidiger, flowiger zu fahren. Im Folgenden zeige ich quasi auch nochmal einfach, wie es aussieht, wenn man einmal verkrampft durch die Kurve fährt und einmal schön locker und ein bisschen mit der Kurve mitgeht, den Körper bzw. das Bike dann entlastet durch eigene Körperbewegungen und dementsprechend viel, viel, viel mehr Flow generiert. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Kurvenfahren, das hört sich erstmal leicht an, ah ja, eine Kurve irgendwie rumkommen, aber in der Praxis ist das Ganze einfach sehr komplex. Es gibt so viele verschiedene Kurven, Steilkurven, flache Kurven, abhängende Kurven, dann wie heute, es regnet mal leicht oder es ist staubtrocken, dann hat man mal geilen Boden, dann ist es eher sandig oder steinig, ich könnte immer weiter mit der Liste fortfahren. Ja, und jetzt merkt ihr schon, oh, es kommen ganz schön viele Sachen hinzu. In dem Fall kann ich leider nur sagen, üben, üben, üben und ausprobieren. Nehmt euch diese 5 Grundregeln mal zu Herzen, schaut mal, was bei euch da schon passt oder was vielleicht noch nicht so passt, wo ihr irgendwie so einen Haken noch im Kopf habt, so, oh, da müsst ihr noch ein bisschen nacharbeiten. Und ja, wenn du Lust hast, deine Skills mal zu verbessern, egal ob Kurventechnik, Sprungtechnik oder Linienwahl, kannst du mega gerne auf mich und meine Bikeschule zukommen. Ich blende da mal die Kontaktdaten ein, meine E-Mail und das Instagram-Profil, schreib mir einfach eine Nachricht und wir finden passend. Abschließend möchte ich noch sagen, mich würde es persönlich mega freuen und mir auch echt helfen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mehr von so Videos wollt, dann lasst dem Kanal doch gerne ein Abo da und gebt dem Video ein Like. Ich hoffe wirklich, ich konnte euch helfen. Bleibt dran, übt weiter, gebt nicht auf und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. In diesem Sinne, euer Jordi. Cheers!